Name ist Stefanie Lapp. Ich bin erste Vorsitzende des Vereins des Huhn. So nach statistischen Angaben liegt die Sterblichkeit der Tiere innerhalb dieses ersten Legejahres bei 10-12%. Das bedeutet, 10-12% der 45 Millionen Legehennen erreichen gar nicht den Tag, an dem sie eigentlich im Schlachthof entsorgt werden würden, also nach einem Jahr. Die Tiere sind dann 16-17 Monate alt. Mit 4 Monaten kommen sie in die Legebetriebe und bleiben dort also ungefähr ein Jahr. Sie leben in vollkommen unnatürlicher Umgebung. Das heißt, es gibt kein Tageslicht, keine Sonne, keine Erde, keine artgerechte Beschäftigung, eigentlich gar keine Beschäftigung. Futter aus Futterbändern und eben die Möglichkeit, ein Ei zu legen in Massenlegenestern, die auch überhaupt nicht dem Wesen oder der Natur des Hundes entsprechen. Es gibt keine Tagordnung. Die Tiere leben zu Tausenden eng gedrängt in einem Stall. Es kann keine Individualdistanz eingehalten werden und die Tiere leben also in höchsten körperlichen und psychischen Stress. Also über 85% der Hetzenschwie ergeben. Der Tiere haben ohnehin Brustbeinbrüche, das ist nur noch nichts, woran sie sterben. Aber damit leben sie eben in diesen Betrieben. Aber ganz, ganz viele Tiere haben also Beinbrüche, Wirbelsäulentraumata, gezerrte, ausgekugelte Beine und Gelenke, abgerissene Flügel, weil es unendlich viele Gefahrenquellen in diesen Bodenhaltungen gibt. Weiterer Grund für die Sterblichkeit ist einfach die Überzüchtung der Tiere und unter diesen Haltungsbedingungen und diesem extremen Eierlegen halten die Körper das nicht aus. Die Legedärme sind zum Teil wirklich perforiert, entzündet. Es bilden sich Schichteier in den Bräuchen der Hennen. Es sind also unterschiedliche Legedarmkomplikationen. Es sammelt sich Eiter und furchtbares Material in den Bäuchen dieser Tiere an. Die sterben daran nicht, sondern dass sie, also sterben schon irgendwann, aber nicht natürlich von heute auf morgen, sondern es ist ein wochenlanges Wichtum. Und der Eierstock hört nicht auf, weiterhin Follikel zu produzieren, die immer nachgeschoben werden. Und es gibt in den Betrieben, in sämtlichen Haltungsformen, keine individuelle tierärztliche Versorgung für einzelne Tiere. Das ist wirklich überhaupt gar nicht möglich. Die Tiere sind so gut wie wertlos. Ja, sie müssen 300 bis 320 Eier im Jahr legen, damit sie sich rentieren. Da jetzt Geld auszugeben, um ein Tier gesund zu pflegen, um es tierärztlich zu versorgen, ist einfach nicht drin. Das Tier wird dann sterben gelassen oder getötet.